Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit, ich habe die günstigsten, die unterschätztesten und ich bin der Meinung, einer der besten Produkte von Rival Loves Me heute für euch. Und wir werden ein Fullface Rival Loves Me mit den unterschätztesten Produkten schminken. Produkte, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Produkte, die ich euch auch noch nie gezeigt habe. Warum auch immer. Ich bin nämlich total überrascht und habe super, super coole Produkte hier. Und wir werden heute was ganz, ganz Schönes schminken. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und seid happy und startet gut in die neue Woche. Freunde, ihr kennt mich. Meine gesamte YouTube-Karriere besteht auf Rival de Loop Young, Rival Loves Me, Rival de Loop. Punkt. Vor ungefähr 4 Jahren habe ich damit angefangen, die Produkte zu benutzen, weil ich mir einfach nichts anderes leisten konnte. Heute bin ich super dankbar, dass ich ganz, ganz viele Produkte für euch testen kann. Aber ein großer Teil, ein großer Punkt in meinem Herzen ist immer für die Rossmann-Eigenmarken übrig geblieben. Und das bedeutet mir irgendwie ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, weil die Produkte auch wesentlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Einfach die Make-up-Technik hat sich geändert, die Entwicklung von Produkten hat sich geändert. Und heute möchte ich euch beweisen, dass man mit vielleicht 25 Euro aussehen kann wie High-End. Und das werden wir jetzt machen. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und ich bin 3-mal die Woche hier für euch. Ich starte als erstes mit einem Produkt, was es, glaube ich, mal in einer Limited Edition gab, ist jetzt aber im Standardsortiment, seitdem es dieses Rebranding von Rival de Loop Young zu Rival Loves Me gab. Das sind die Blur Primer Drops mit Cranberry Extrakt. Viele von euch lieben die genauso wie ich. Ich habe tatsächlich nie so wirklich im Kopf gehabt, dass sie im Standardsortiment sind. Sie sind es. Schaut euch bitte an. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ist so ein ganz, ganz leichter goldener Touch drin. Der Geruch ist extrem zart. Und das sind wie so Primer Drops, die einfach auf der Haut ein richtig schönes Finish hinterlassen. Und das Make-up wirklich fixieren und die Haut gut vorbereiten. Es gab ja mal so einen Trend, da waren ja diese Drops extrem im Hype und sie sind tatsächlich gut, weil sie einfach durch die Viskosität einfach schön in die Haut eindringen können und ein super schönes Ergebnis hinterlassen. Die sollen die Hautoberfläche revitalisieren und Feuchtigkeit spenden und hinterlässt keinen öligen Film. Also, ihr seht schon, schaut mal auf meine Haut, wie schön glatt die Oberfläche jetzt ist. Das heißt, das Make-up kann darauf sehr, sehr eben sitzen. Ich werde oft gefragt, kannst du dann auch immer dazu sagen, für welche Haut es sich am besten eignet? Trocken, normal, ölig. Die funktionieren, glaube ich, bei jeder, weil sie einfach wie so ein zarter Film auf der Haut sitzen und die Haut vor dem Make-up so ein bisschen schützen und einfach dafür sorgen, dass alles sehr, sehr ebenmäßig auf der Haut sitzt. Der Primer ist eingezogen, sieht super schön aus und wir können weitermachen mit der Foundation. Und ihr wisst ja, ich liebe die Rival de Loop Hyaluron Foundation. Ich habe aber hier 2 andere von Rival Loves Me. Einmal die Skin Optimizer Foundation und die HD Perfection Foundation. Ich weiß, dass diese hier von euch ganz, ganz viele lieben. Die ist so ein bisschen mattierend, Hautbild verbessernd und von der Deckkraft eher ein bisschen leichter. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich mische beide zusammen. A, habe ich dann die perfekte Farbe für mich. Ich habe hier nämlich die 3 und hier die 4. Die 3 ist ein bisschen dunkler, ist also so meine Hochsommerfarbe. Und ich mische das. Ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn ich Foundations miteinander mische. Ich sage euch aber auch ganz kurz, warum ich das mache. Ich glaube, vor allen Dingen bei den Preisen, die Rival Loves Me aufruft, die ja wirklich am untersten Ende an Make-up-Preisen sind, was überhaupt geht, fragt mich nicht, wie sie es machen. Es funktioniert und es ist fantastisch. Kann man sich auch vielleicht gerne mal 2 Foundations kaufen, um die Vorteile jeder einzelnen Foundation herauszuholen und die Nachteile einer einzelnen so ein bisschen auszugleichen. Deswegen nehme ich 2 Spritzer von der Skin Optimizer Foundation. Kommt übrigens in einer sehr, sehr hochwertigen Glasverpackung und so einem schönen rosé-goldenen Pumpkopf. Und dann nehme ich noch ein bisschen was von der HD Foundation. Die deckt komplett ab. Also die hat eine extrem hohe Deckkraft. Ist auch von der Textur her ein bisschen cremiger, ein bisschen weicher als die Skin Optimizer Foundation. Und ich mische mir das einfach und dann haben wir gleich, ich würde fast sagen, ein Perfect Match auf meiner Haut. Ich werde wie immer die Foundation erstmal auf einer halben Seite auftragen, dass ihr euch das Ergebnis anschauen könnt. Und ich benutze dazu am liebsten erstmal einen Pinsel. Ich finde, das verteilt das Produkt am ebenmäßigsten. Und look at that. Ich sag's euch, ne? Das Team von Rival Loves Me schafft es immer wieder. Und es sind die einzigen, die schaffen, mir ein Perfect Match auf die Haut zu schneidern. Das ist look at that. Ich habe euch wieder mein kleines Stückchen näher rangeholt, dass ihr euch das Ergebnis auch einmal anschauen könnt. Der Primer, diese Blur Drops hier,
unten drunter sorgen einfach dafür, dass die Oberfläche schon mal so ein bisschen glatter ist. Und wenn ich das Licht so ein bisschen mehr hin in mein Gesicht bringe, dann seht ihr, wie glatt die Oberfläche ist. Alles sehr, sehr gut ausgeebnet. Die Deckkraft ist eher so eine mittlere, hohe Deckkraft. Und deswegen mache ich einmal die andere halbe Seite, dass wir uns das Gesamtergebnis noch einmal anschauen können. So ein paar Unebenheiten kommen noch durch. Und die Farbe passt halt auch perfekt zu meinem Hals. Ne? Abgesehen davon, dass er rot ist, mein Gesicht ist natürlich immer wesentlich heller als mein Hals. Und ich probiere mittlerweile die Foundation so ein bisschen mehr an meinen Hals anzupassen. Denn durch die ganzen Säuren und die Peelings, die ich natürlich für mein Gesicht mache, um es von Make-up-Rückständen zu befreien, hat mein Gesicht natürlich auch eine komplett andere Farbe als mein Hals. Und ihr könnt sehen, wie ebenmäßig das Make-up ist. Ne? Also farblich top, so ein bisschen dunkler ist es. Wir hellen das natürlich gleich wieder so ein bisschen auf. Aber das Ziel ist heute, einfach ein schönes Make-up hinzukriegen. Und ich muss sagen, die Kombination ist sehr, sehr gut. Im Vergleich zu der Rival de Loop Hyaluron Foundation sind die ein bisschen auf der matteren Seite. Also falls ihr eine ölige Haut habt, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen im Vergleich zu der Hyaluron Foundation. Ich habe mir ein bisschen Concealer aufgetragen und das Ganze verblendet. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wie passend die Farbe ist, wenn ich den Unteraugenbereich so ein bisschen aufgehellt habe. Wir haben zwei verschiedene Puder zur Auswahl und ich glaube, wir benutzen das Rival Loves Me HD Setting Powder. Das ist ein loses Puder. Es gibt natürlich auch ein gepresstes. Das benutze ich ganz gerne für den Bereich, wo ich einfach zwischendrin so ein bisschen mattieren möchte. Also auf der Stirn oder vielleicht so ein bisschen um die Nase. Wir starten aber heute mit dem HD Setting Powder. Das sorgt dafür, dass Poren minimiert werden, mattiert und das Make-up darunter fixiert ist. Was ich damit ganz gerne mache, ist, ich sette damit nur so leicht mit einem fluffigen Pinsel. Hat einen ganz, ganz zarten Duft, so ein bisschen nach Vanille. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel, lade den Pinsel gut auf, gehe dann so ein bisschen in meine Hand und dann sette ich damit einfach unter meinen Augen. Schaut mal, wie schnell und einfach das den Glow weggenommen hat, aber zeitgleich so ein bisschen mattiert hat. Das Schöne bei diesen HD-Powdern ist, dass es extra dafür gemacht ist, dass es vor allen Dingen auf, ja, im Real Life recht gut aussieht, weil es natürlich ist. Also HD High Definition funktioniert perfekt auf Kamera und aber auch im echten Leben. Ihr seht, schaut mal, das ist alles schön gesettet, ohne dass es zu pudrig ist, wenn ihr so eine leichte Schicht auftragt. Deswegen nehme ich noch ein bisschen und zack, ist das Ganze gesettet. Hält gleichzeitig so ein bisschen auf. Und kleine Empfehlung, die ich für euch habe, probiert wirklich mal Produkte, die in direktem Kontakt sind, von derselben Marke zu benutzen. Also ihr habt die Foundation, ihr habt vielleicht einen Concealer, dann benutzt eventuell auch mal das passende Puder von Rival Loves Me beispielsweise. Weil die Produkte sind ja meistens aufeinander abgestimmt. Und ihr seht sofort, das hat richtig schön aufgehellt unter den Augen. Ihr könnt jetzt noch mit einem losen, mit einem etwas größeren Pinsel hier reingehen und einfach so ein bisschen rüber gehen. Aber komm, wir nehmen einfach nochmal diese Compact Powders. Bei solchen Pudern sage ich immer ganz gerne, die kann man immer perfekt in die Handtasche packen, um zwischendrin einmal nochmal so ein bisschen zu mattieren. Die haben eine recht gute Deckkraft und jetzt schaut euch mal an, wie ebenmäßig die Base geworden ist. Ist natürlich jetzt recht matt. Wir kommen aber gleich zu meinen absoluten Lieblingsprodukten, die im Standardsortiment sind. Das sind diese Baked Bronzer und Baked Highlighter. Es gibt nämlich vier verschiedene von diesen gebackenen Produkten. Wir haben einmal den Bronzer, wir haben einen Highlighter, wir haben noch einen Highlighter, die aber eher so in die Blush-Richtung gehen. Ich blende euch hier alle vier einmal ein und wir haben auch noch mal einen, der sich als Bronzer deklariert. Ich finde, das sind nicht so wirklich Bronzer, das sind eher Highlighter und Baked Blushes. Ich starte als erstes mit ein bisschen Bronzer und ich kann mich jetzt gerade so schlecht entscheiden. Wir haben nämlich hier auch noch diese Strobing-Palette, die ist auch super. Die gibt es schon gefühlt Ewigkeiten. Es gab, glaube ich, auch mal, vielleicht gibt es das sogar noch, eine, da ist noch ein Bronzer mit drin gewesen. Wir starten aber als erstes, ich glaube, mit meiner Lieblingsfarbe. Das ist die Farbe Aphrodite. Der ist so ein bisschen in die Baked Blush-Richtung und ich swatche ihn euch einmal. Der ist ultra metallic. Schaut euch das an. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur das und braucht nicht unbedingt noch einen Blush und einen Highlighter. Einfach hier mit so einem kleinen Pinsel hier rauf und dann hier rüber setzen. Und ihr habt diesen Extreme Glass Skin Frost Look. Schaut euch das an. Das sind solche Sachen. Ich weiß, es ist ja oft so, dass man sagt, okay, manche Produkte mag man, manche Produkte mag man nicht. Man muss sich immer so ein bisschen durchprobieren und das ist ja das Schöne, dafür mache ich das ja hier für euch, dass ich euch verschiedene Produkte einfach zeigen kann. Ich möchte jetzt doch nochmal hier so ein bisschen diese Strobing-Palette benutzen. Es gibt hier nämlich wirklich Highlighter-Töne, die man sich komplett aufs Gesicht geben kann. Dafür finde ich es ein bisschen doll. Ich nehme jetzt einmal nochmal denselben Pinsel und gehe nochmal hier in den Blush und setze mir den hier vorne etwas weiter hin
und mische ihn dann so ein bisschen rein. Gibt einfach nochmal extra Farbe, bisschen auf die Nase. Könnt ihr auch nochmal so ein bisschen hier machen. Und dann habt ihr halt, das ist ja das, was ich immer ganz gerne mache, ich gehe gerne mit Highlightern übers komplette Gesicht, vor allen Dingen da, wo das Licht immer so ein bisschen präziser rauf scheint. Wenn ich jetzt ein Stückchen zurückgehe ins Licht, seht ihr das, ne? Das ist halt Glass Skin, Wet Skin, super dewy. Und wenn ihr das überall habt, so punktuell, sieht die Foundation nicht mehr matt aus, sondern einfach wet. Und wenn ihr aber, da muss man so ein bisschen tricksen, deswegen freue ich mich, dass ich euch diese Tipps immer so ein bisschen mitgeben kann. Ihr habt eine matte Foundation, die die Vorteile der matten Foundation hat, langanhaltend, Pore Blurring, ebenmäßiges Finish, und gebt dann den Highlighter rüber oder so ein Glass Finish Baked Highlighter, die halt dann diesen Wet Skin Look geben, und I love this. Wir geben ein bisschen was auf die Augenbrauen, und vielleicht kennt ihr das. Das sind diese Brow Mascaras. Das sind so Tinted Eyebrow Gels, gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe Ash Sand. Wenn ihr richtig Team Günstmaus seid, könnt ihr einfach mit so einem Augenbrauenstift hier reingehen, ein bisschen Produkt abnehmen, und dann könnt ihr euch schon mal hier so ein bisschen die Form vorgeben. Wir sind ja im Moment eher so ein bisschen auf dem Natural Brow Trip. Und damit könnt ihr schon mal so ein bisschen die Form korrigieren. Ich habe nämlich jetzt keinen Augenbrauenstift, sondern nehme einfach dieses Brow Gel und kann damit zwei Produkte in einem kombinieren. Und dann könnt ihr hier nochmal ein bisschen durchgehen. Es gibt einfach noch ein bisschen mehr Fülle und Tiefe in die Augenbrauen. Gibt es natürlich auch noch in Transparent, falls ihr keine Farbe haben wollt oder sehr, sehr helle Augenbrauen habt. Dann ist das eine gute Sache, um das so ein bisschen zu fixieren und so ein bisschen Dimension reinzugeben. Base is iconic. Und das ist genau das, was ich immer nicht verstehe bei anderen YouTubern und YouTuberinnen, dass sie sich so vor Drogerie-Make-up scheuen. Ich meine, ja, es gibt natürlich immer ein Produkt, wo man sagt so, das funktioniert nicht, das habe ich natürlich auch. Man muss sich einfach mal ausprobieren und dann... I stand. Machen wir was auf die Augen. Da gibt es ja diese riesengroßen Paletten von River Loves Me. Neulich kam ja auch die Loud & Proud Palette raus. Es gibt aber welche, die gibt es schon einen Moment länger. Und das sind dann diese großen. Ich habe mich jetzt hier heute für die Jungle Palette entschieden, weil ich diesen grünen Vibe im Moment total gerne mag. Ich möchte aber einen recht alltagstauglichen grünen Look schminken. Und deswegen starten wir mit der Farbe Woody. Die ist so ein bisschen kühler, geht so ein bisschen in die Grau-Richtung. Spiegel ist nicht mit drin, ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt unseren eigenen. Und die setze ich mir hier einfach schon mal ein bisschen außen hin. Am besten funktioniert die Palette natürlich auf einer ungesetteten Base. Ich habe meine Base jetzt natürlich schon gesettet, um euch zu zeigen, dass es trotzdem funktioniert, ne? Also, schaut mal. Einmal reingegangen, hier ein bisschen in die Lidfalte noch. Fokussiere das heute alles eher so ein bisschen nach außen. Ich habe euch die Palette, glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Was ich hieran so schön finde, sind halt diese verschiedenen Töne, die hier drin sind. Wir haben nicht nur grün, sondern wir haben auch orange, wir haben auch einen lila Ton und einen richtig dunklen, ja, Anthrazitton, mit dem man gut verdunkeln kann. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ich habe ein super, super Dupe zu einem etwas hochpreisigen Drogerielippenprodukt gefunden, was ich euch gleich zeige. Ich hatte das neulich probiert und dann hat mir jemand von euch geschrieben, ey, probier die Farbe aus mir aus. Und die Produkte haben mich tatsächlich auch inspiriert, so ein bisschen dieses Video zu machen. Dann nehme ich meinen Pinsel und gehe in die Farbe Lost Safari rein. Das ist so ein richtig schönes dunkles Grün und die platziere ich mich hier außen hin. Und ihr seht, boom, grün. Auf einer trockenen Base. Es gibt, glaube ich, im Moment 5 oder 6 von diesen riesengroßen Paletten von River Loves Me. Also wir haben etwas wärmere, wir haben etwas kühlere, wir haben eine super bunte, die hatte ich euch neulich ja schon gezeigt. Schaut euch diesen Ton an mit dem Blendepinsel, ne? Dann wechsle ich wieder zu dem Pinsel von eben, dem etwas größeren, und gehe einfach hier nochmal so ein bisschen über die Kante, um sie auszusmoken. Ihr könnt natürlich auch noch mit Schimmerprodukten rübergehen. Ich glaube, ich bleibe heute aber wirklich mal bei einem All-Matte-Look, außer im Inner Corner und unter der Augenbraue. Ich finde, das sieht immer besonders edel aus, vor allen Dingen, wenn man abends jetzt mal endlich wieder weggehen kann. Um vorne noch so ein bisschen präziser an meine Lashline zu kommen, nehme ich mir jetzt nochmal so einen kleineren und gebe mir die Farbe Lost Safari direkt hier vorne hin. Und mit demselben Pinsel könnt ihr dann auch direkt an den unteren Wimpernkranz gehen. Was sagen wir? Lieben wir es? 4,99 kostet die Palette, das weiß ich. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen, außer... Krass. Ich nehme jetzt den Pinsel, mache den ein bisschen nass und gehe jetzt in die Farbe Paradise. Das ist ein richtig schöner Schimmerton. Der hat ein bisschen Kickback, aber der ist perfekt für Inner Corner und gibt dem Look einfach nochmal so ein bisschen grün Touch und Fokus nach vorne. Ihr könnt dieselbe Farbe auch unter der Augenbraue nehmen, so ein bisschen hier.
Ihr dürft jetzt einmal raten, welche Mascara ich benutze. Falls ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr, welche meine liebste Mascara von Riva Lausmi ist. Und zwar ist das die Never Seen Before Mascara. Die gibt es ja jetzt mittlerweile auch in wasserfest. Das heißt, die hält natürlich noch ein Stückchen länger und macht einfach die schönsten Wimpern. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin tatsächlich so eine Günstmaus. Ich sehe es nicht ein, mehr als na, vielleicht 15 Euro für eine Mascara auszugeben, weil ich so empfindlich an meinen Augen bin, dass ich sage, ich tausche meine Mascara auch wirklich alle 2 Monate, manchmal sogar ein bisschen öfter aus, weil ich keine Augenentzündung haben möchte. Ich liebe den Augenentzündungslook, aber ich möchte keine echte Augenentzündung haben. Deswegen tausche ich die Mascara immer aus und ich finde, bei 1, 2, 3 Euro tut es nicht ganz so weh wie bei 30, 40, teilweise 60 Euro, was Mascaras ja kosten. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Produkt, auf das wir wahrscheinlich alle gewartet haben. Ihr kennt doch mit Sicherheit diese sehr, 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 sehr lang anhaltenden Liquid Lipsticks mit diesem Gloss. Die gibt es auch von Riva Loves Me und zwar in extrem vielen Farben. Ich wollte heute eigentlich die Farbe Cinnamon benutzen. Könnte ganz gut passen. Und ihr habt auf der einen Seite wirklich diesen Liquid Lipstick, der einfach mal eine perfekte Lippenfarbe hat. Schön ordentlich auftragen, denn Achtung, der hält wirklich. Und wir lassen den jetzt ganz kurz antrocknen. In der Zwischenzeit mache ich noch ein paar Touch-Ups und dann zeige ich euch den Gloss und wir testen, ob es hält. So, der Liquid Lipstick ist jetzt fast trocken. Ihr seht, das ist fast meine perfekte Lippenfarbe. Schauen wir mal, ob er schon trocken ist. Ja, noch so einen Moment geht. Das Schöne ist, der ist nicht so super trocken, dass ihr denkt so, der saugt das komplette Leben aus den Lippen, was ja oft bei diesen Liquid Lipsticks der Fall ist. Wir tragen uns jetzt einfach mal diesen Gloss hier hinten rauf und dann habt ihr einfach das schönste Finish. Das fixiert tatsächlich auch noch und die halten wirklich unter der Maske. Trust and believe. Hand ist sauber. Das Einzige, was sich abstempelt, ist so ein bisschen der Gloss, aber es verändert einfach nichts an der Lippenfarbe. Es gibt wirklich super, super schöne Farben. Ich überlege, ob ich jetzt noch die... Nein, das reicht. Manchmal muss man auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Freunde, das ist der fertige Look, nur mit Riva Loves Me Produkten, die meiner Meinung nach völlig unterschätzt sind. Schaut euch das Ergebnis an. Das Ganze hat vielleicht 25 Euro gekostet, maximal. Wenn man es runterbricht auf eine Anwendung, dann sind wir im Cent-Bereich. Also wirklich ein super, super schönes Make-up. Ich bin super gespannt, was ihr für Highlights von Riva Loves Me in der Drogerie habt oder was ihr vielleicht schon zu Hause habt. Ansonsten schaut natürlich gerne bei Rossmann mal vorbei. Limited Editions sind immer fantastisch. Ich habe euch neulich erst ein paar gezeigt. Verlinke ich euch einmal hier oben. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier ganz bald wieder. Passt auf euch auf.